Hallo und herzlich willkommen. Es ist Mittwochabend, 18.30 Uhr und pünktlich geht das Bloggercamp TV auf Sendung. Heute mit einer ganz besonderen Sendung. Wir unterhalten uns diesmal über ein Jahr Hangout on Air und mit uns in der Sendung ist Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google Deutschland. Stefan, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns ins Bloggercamp TV zu kommen. Gleich mal eine Frage an dich. Google Hangout on Air ist ja weltweit am 7.5.2012 gestartet und in Deutschland erst am 15.8. Da war ja der erste Hangout, wo der Daniel auch mit dabei war und den der Thomas Knüwer gestartet hat. Warum hat es in Deutschland so lange gedauert? Na, so lange. Es hat einfach ein paar Monate länger gedauert. Wir mussten noch ein paar rechtliche Dinge klären und haben das getan und uns auch angeschaut, wie das natürlich in den anderen Ländern sozusagen akzeptiert wird und freuen uns, dass es jetzt eben schon ein Jahr lang Hangouts dann auch in Deutschland gibt. Liegt das vielleicht an unserer Gesetzgebung, dass es länger gedauert hat? Oder? Unter anderem gab es natürlich die Befürchtung, ich glaube, darauf kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, eben ob Hangouts überhaupt in Deutschland oder Hangouts on Air vielmehr in Deutschland tatsächlich zulässig sind, ja oder nein, unterliegen sie dem Rundfunkstaatsvertrag, ja oder nein. Also diese Dinge mussten wir noch ein bisschen näher uns anschauen, aber das wurde dann ja geklärt und insofern gibt es jetzt seit einem Jahr schon die Möglichkeit, Hangouts on Air auch in Deutschland durchzuführen. Wie sieht denn die Akzeptanz aus von Hangouts on Air oder Hangout allgemein? Wie seht ihr das als Google? Ist das ein Erfolgsmodell oder? Also es wurde schon des Öfteren als das Killer-Feature von Google Plus eben halt auch beschrieben und ich denke, das trifft es da ganz gut. Ich bin immer vorsichtig mit solchen Formulierungen, mit Killer-Features, aber mit Sicherheit sind die Hangouts und auch Hangouts on Air ein Feature, was uns von allen anderen sozialen Netzwerken auf jeden Fall deutlich unterscheidet und die Akzeptanz ist phänomenal, also die Nutzer lieben es. Es gibt zunehmend, das finde ich sehr interessant, eben halt nicht nur öffentliche Hangouts, sondern auch private Gruppen, die eben Hangouts veranstalten. Leute nutzen das inzwischen für Pressekonferenzen beispielsweise oder auch Familien, die vielleicht über verschiedene Kontinente verstreut sind, nutzen es, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Also die Akzeptanz ist enorm. Man sieht eigentlich auch immer ganz schön, es gibt oben rechts wird immer eingeblendet so ein blaues Kästchen, da sieht man, wie viele Hangouts gerade live passieren und egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man sich da reinklickt oder sich das mal anschaut, sieht man, dass es also im Schnitt immer 20, 30 sind, die eigentlich permanent passieren. Killer-Feature ist es ja auch deshalb durch die Anbindung an YouTube mit der Aufzeichnung, was ich halt auch sehr, sehr schätze, dass man, sagen wir mal, auch in seinen Recherchen sehr, sehr viele Interviews spontan machen kann, ohne jetzt den großen Aufwand zu betreiben, eine Aufzeichnung zu machen, die dann hochzuladen, wo es immer lange dauert. Bei einer Live-Geschichte geht es einfach schneller. Ist es denn strategisch so bedeutend, dass wir davon ausgehen, dass wir das in den nächsten Jahren dann auch noch weiter nutzen können oder stirbt es irgendwann nach dem Tod wie Google Reader? Ja, ja, die Frage habe ich erwartet und auch befürchtet natürlich. Nein, also wir haben keinerlei Pläne, die Hangouts einzustellen, ganz im Gegenteil. Also, wir haben noch einiges vor, um die Hangouts besser zu machen, noch funktioneller zu machen. Also da gibt es keine Befürchtung, dass wir das demnächst abschalten werden, ganz im Gegenteil. Also wir haben noch einiges vor mit den Hangouts. Du hast ja gerade die ganzen Nutzerszenarien angesprochen. Das geht ja von Aerobic-Übungen, ja, bis hin zu wissenschaftlichen Tests und mathematischen Vorlesungen, die dann live übertragen werden. Daniel, du bist ja Mitgründer vom Digitalen Quartett. Ihr wart ja auch ziemlich früh am Start im vergangenen Jahr. Wie sind deine Erfahrungen jetzt mal über das Digitale Quartett hinaus, der Einsatz von Hangout on Air im Journalismus? Also es gibt ja verschiedene Beispiele. Aktuelle Sportstudie hat das mal ausprobiert mit einer Live-Diskussion mit Fußballbloggern direkt nach der Sendung. Es gibt den Vivo Lunch Talk, wo die Digitale Quartett-Kollegin Franziska Blum eine tägliche Sendung macht mit Sebastian Mattes, immer einen Gast, 15 Minuten, finde ich sehr sympathisch. Hast du einen Überblick oder wie ist das für dich persönlich im Einsatz?
Also ich glaube zum Beispiel diese Vivo-Geschichte, die ist ja wirklich ein sehr gutes Beispiel, wie man das auch sehr simpel, eine sehr effektive Serie machen kann. Also ich glaube, das ist mit eins der besten Beispiele, die wir in Deutschland sehen, die auch richtig aus einem Medium hervorgegangen ist. Gerade vor einem Jahr haben wir auch viele Experimente durchgeführt, wie wir zum Beispiel das Medium Hangout schön mit dem Radio auch zusammenbringen können, beziehungsweise Hangout on Air, um das so ein bisschen so zu kombinieren, um das Ganze auch ein bisschen interaktiver zu machen. Und ich glaube, das sind gerade so diese kleinen regelmäßigen Formate, die dann am Ende gut funktionieren. Also wenn man sich halt überlegt, wie kann ich sozusagen schön auch nochmal Inhalte auf meine Webseite bringen, und da ist es ja hervorragend, wenn man einfach jemanden zum Interview einlädt, und das Tolle ist, dass das ja so zeitunabhängig und auch ortsunabhängig ist, dass ich sozusagen einmal meinen Webseitenbesuchern was live anbiete, und wenn es dann fertig ist, habe ich nicht nur direkt schon das Video, ich kann dann ja auch ganz schnell einen Artikel dazu schreiben, also dass ich dann auch nochmal so die Highlights der Kommentare hervorhebe und so. Und ich glaube, so diese Kombination aus Live, Video on Demand und dann daraus auch noch einen Textartikel schreiben, den dann auch die nicht so cook-affinen Nutzer dann sich anschauen können. Das ist, glaube ich, dann hervorragend, und da freut sich natürlich, glaube ich, auch die Google-Suchmaschine, dass sie ein bisschen Text indizieren kann. Absolut. Beim Besser-Online-Kongress vom DJV ist im vergangenen Jahr, der findet ja traditionell im September statt, ja auch der Vorteil aufgebracht worden, dass man ja auch mit Lesern, mit Hörern, mit Fernsehzuschauern direkt in den Dialog eintreten kann, ohne diese Scheiße-Kommentare zu ernten, die ja Printmedien auf ihren Online-Präsenzen immer so beklagen. Würdest du das auch als Vorteil sehen? Also wenn man auf Augenhöhe diskutiert, also man hat das bei den Fußballbloggern gemerkt, beim aktuellen Sportstudio, die ja wirklich auch dann Kritik geübt haben an der Moderation und so, aber das ist alles dann sehr, sehr sachlich geblieben. Also wenn man nicht anonym kommentiert, sondern dann im direkten Dialog ist mit der Redaktion. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wobei ich sagen muss, also ich persönlich finde es noch ein bisschen zu anstrengend, bei jeder Radiosendung jetzt noch so ein Hangout noch mit aufzubauen. Also gerade auch, das liegt jetzt nicht nur an der Hangout-Technik an sich, sondern das liegt halt auch generell wie so ein Hörfunkstudio, und gerade erst, wenn ihr euch das vorstellt, wie groß die Dimension auf einmal wird, wenn wir über ein Fernsehstudio sprechen, wenn ich mich dann noch an die Rundschauzeit zurück erinnere. Es ist gar nicht so einfach, dann nochmal einen ordentlich technischen Hangout zu integrieren, so dass das dann auch kein großer Aufwand ist, dass wir sagen so, hey, wir haben hier spontan ein Thema, lass uns mal spontan Leute reinholen. Ich glaube, das ist noch so, das braucht es noch ein bisschen. Deswegen sehe ich das eher in der Webanwendung, also auch für Webseiten. Aber da habe ich echt bisher nur gute Erfahrungen gemacht, auch was die Qualität der Inhalte angeht. Also die ist wirklich viel besser, als wenn man jetzt einfach sagt, so, hey, schickt uns mal einen Kommentar per Text, per E-Mail oder über dies oder jenes soziale Netzwerk. Wir bekommen, vielleicht, wenn ich da noch reingrätschen kann, auch ganz gutes Feedback eben halt auch dazu, dass man eben nicht nur über Google Plus die Hangouts sich betrachten kann, sondern eben halt auch über die YouTube-Seite oder eben auch tatsächlich auf der entsprechenden Webseite von einem Unternehmen oder einem Medium beispielsweise, weil man ja diese Embed-Funktion dann eben halt auch bekommt. Auch das ist etwas, was wirklich ganz gut drauf ankommt, dass man eben halt die verschiedenen Einbettungsmöglichkeiten eben auch hat, und das kommt auch ganz gut an bei den Anwendern. Und auch was Daniel eben vorhin schon mal sagte, der Lunch Talk, das ist, wie ich finde, auch ein ganz hervorragendes Beispiel dafür. Jeden Tag 15 Minuten, das ist auch das, was man zwischendurch eben sich mal schnell angucken kann. Es gibt halt häufig Hangouts, die vielleicht über eine Stunde dauern, aber ganz ehrlich, wer hat schon Zeit, sich das dann in der Regel anzugucken? Also ich glaube, dass wir in Zukunft noch mehr von diesen kürzeren Formaten auch sehen, was bei den Hangouts und eben halt. Wir haben ja auch einen Rechtsexperten in der Sendung, und der Stefan hat ja nun gerade auch noch die rechtliche Problematik angeführt, die wir in Deutschland ja besonders haben, und die nennt sich Rundfunkstaatsvertrag. Thomas, du hast ja sicherlich auch unseren Streit mit Frau Merkel und ihrem Hangout verfolgt und den Äußerungen von Dr. Jürgen Brautmeier, Vorsitzender der Kommission für Zulassung und Aufsicht und auch Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, der dann die Kuh für die
Kanzlerin vom Eis holen sollte und das Ganze dann als Abrufdienst gewertet hat und quasi eine Ex-Post-Prüfung in den Raum gestellt hat. Aber so richtig rechtssicher ist das immer noch nicht, ne? Wow, mehr juristische Begriffe kann ich eigentlich auch kaum verwenden. Also mit der Ex-Post-Prüfung und den Voraussetzungen. Also das Ganze, hast du richtig gesagt, hat die Kuh vom Eis geholt, denn das Ganze, was er gesagt hat, war schon sehr ergebnisorientiert. Also wenn wir auf das Gesetz gucken und dort steht, es muss irgendwie, es ist eine Zulassung notwendig, wenn es ein Dienst ist, der zum zeitgleichen Empfang bestimmt ist. Das war es, was die Kanzlerin gemacht hat. Man konnte sie live gucken. Es war es an die Allgemeinheit gerichtet, war es auch von mehr als 500 Nutzern potenziell empfangbar. Diese komische, alte, veraltete Grenze ist immer noch drin, haben wir auch. Hat es eine meinungsbildende Relevanz? Wahrscheinlich schon bei einer Kanzlerin. Und lag ein Sendeplan mit journalistisch-redaktioneller Gestaltung vor. Und das kann man auch davon ausgehen, weil es auch auf mehrere Male ausgelegt worden sollte, regelmäßig stattfinden. So würde man das normalerweise prüfen. Und dann sagte Dr. Brautmeier, nee, aber in diesem Fall betrachten wir das nicht ex ante, also bevor es stattfindet, sondern wir betrachten es ex post, sondern nachdem es stattfindet. Und das ist schon lustig, weil es eigentlich im Gesetz so nicht vorgesehen ist. Also man merkt hier, dass auch die Behörden mit dem Gesetz auf dieser Ebene unzufrieden sind, aber nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen und sich einfach Lücken ausdenken, wie sie da vorgehen können. Und wir haben jetzt nicht nur die Stelle, wo wir sagen, ist es überhaupt Rundfunk, sondern letztendlich ist auch die Frage, was passiert, wenn ich die Sendelizenz nicht habe? Dann kann man Bußgelder gegen mich verhängen. Und Bußgelder kann man auch nur dann verhängen, wenn es pflichtgemäß angebracht ist. Das heißt, die Behörden haben auch noch ein Ermessen, ob sie ein Bußgeld verhängen. Und auch dort können sich Entscheidungen und Erwägungen hinzuziehen, wie zum Beispiel, eigentlich ist das mit einer normalen Redaktion beim Rundfunk nicht vergleichbar. Es hat auch nicht so eine prägende Wirkung für die Außenwelt, für die Öffentlichkeit, wie so eine Fernsehanstalt. Und ich denke, aufgrund dieser Punkte wird da jetzt wahrscheinlich nichts Schlimmes, um es mal so zusammenzufassen, passieren. Und übrigens, man kann das Ganze mit dem Datenschutzrecht vergleichen. Wenn wir das Datenschutzrecht so anwenden, wie es im Gesetz steht, dann dürften wir auch eigentlich keine ausländischen Dienste mehr einsetzen, dürften so im Internet unterwegs sein wie 1990. Nein, wir dürfen ja auch keine Webserver nutzen, weil wir Auftragsdatenverarbeitungsverträge mit den Hostern abschließen dürften. Also dürfen wir gar kein Internet nutzen. Und da denke ich an den Leiter, an den Bundesdatenschutzbeauftragten aus Bayern, Herrn Kranich, der dann sagte, wir wissen, dass es alles nicht geht, aber wir haben das Ermessen, ob wir einschreiten und da gucken wir schon, ob das Sinn macht oder nicht. Und ich denke, das ist hier genauso. Das nennt ja der Düsseldorfer Kreis, also die Datenschützer, die da zusammengeschlossen ist, antizipierte Verwaltungspraxis. Ne? Also so zum Bürokratendeutsch. Ja. Aber es ist ja auch so, dass natürlich, egal wie man jetzt die Kuh vom Eis geholt hat, also die Kuh Merkel, dass man das natürlich nach der Zack-Sitzung auch ein offizielles Statement von dem Pressesprecher kam, der klar sagte, wir werten das als Abrufdienst. Also wir sehen nicht das Lineare, das Synchrone, sondern wir sehen eben den asynchronen Nutzen, also die Aufzeichnung, die dann bei YouTube vorliegt, also diese Killer-Applikation, die wir ja auch sehen. Auf den Nutzen kommt das also an. Also genau. Habe ich so im Gesetz nicht gelesen, aber schön, kann man ja reininterpretieren. Ja, okay, also Abrufdienst, also wir sagen jetzt mal, das ist jetzt alles Abrufdienst und insofern brauchen alle keine Sendelizenz. Aber entscheidend sind ja dann wahrscheinlich sogar dann noch irgendwelche Gerichtsentscheidungen. Ne? Also ich kann da vielleicht so mal so ein, zwei Takte aus der Praxis erzählen, weil das natürlich auch eine sehr spannende Frage ist, die eigentlich ja schon seit einem Jahr hier immer mitschwingt. Ich würde erstmal sagen, weil ich weiß, dass sich da auch einige sehr große Sorgen machen und dass sie vielleicht dann gar nicht so sehr sich trauen, einen eigenen Hangout zu starten, lasst euch nicht kirre machen. Wenn man mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was da eigentlich gesagt wird. Die Landesmedienanstalten können natürlich nicht einfach jetzt weggucken und so tun, als ob sie nichts machen, weil sie müssen natürlich auch nach dem Gesetz handeln, aber sie überlegen sich schon sehr genau, was sie da tun. Das heißt, sie hätten sehr viele Gelegenheiten gehabt, irgendwie auch direkt mit Bußgeldbescheiden vielleicht um die Ecke zu kommen, haben sie aber nicht gemacht. Es ist ja auch sogar explizit erwähnt, dass sobald sie Kenntnis haben davon und sie der Meinung sind, dass das Rundfunk ist, dass sie erstmal Kontakt aufnehmen und dass sie auch dann auch das Ganze nochmal gemeinsam mit dir durchgehen und prüfen und beraten, was zu tun ist.
Und was meine persönliche Zukunftsvision in dieser Sache ist, ich glaube, wir werden hier eine Parallele zu dem Thema Webradio erleben. Mhm. Beim Thema Webradio ist es ja so gewesen, da gab es genau die gleiche Diskussion, auch braucht hier der kleine Sepp, der einmal in der Woche sich hinsetzt und ein bisschen für 2 Stunden Webradio macht, braucht der die gleichen Lizenzen, wie das ein großer Sender wie zum Beispiel Antenne Bayern braucht, das, was ja erstmal total Quatsch ist. Aber rein rechtlich war das in den aktuellen Staatsverträgen so geregelt, dass diese Art der Ausstrahlung gleich ist. Und mittlerweile ist das ja so passiert, dass es eine Änderung gab, es gab einen Rundfunkänderungsstaatsvertrag, in dem gesagt wurde, dass beim Thema Webradio, dass es dann gar keine Lizenzierungspflicht mehr gibt, sondern eine Anzeigenpflicht. Das heißt, sobald ich Rundfunk in Audioform im Internet mache, brauche ich das nur meiner Landesmedienanstalt mitzuteilen. Und ich glaube, wenn ich das mal so zwischen den Zeilen für Herrn Brautmeier interpretieren darf, er war ja auch bei uns im Medienpodcast Was mit Medien genau zu diesem Thema zu Gast. Ich glaube, da wollen die Landesmedienanstalten auch hin, aber aktuell können Sie das so noch nicht sagen, weil natürlich auch das Ganze erstmal dann gesetzlich durchgeboxt ist. Sie sind ja keine Gesetzesmacher, sondern Sie haben das Gesetz umzusetzen. Also im Prinzip ist es ähnlich wie bei der Bibel. Ne? Der eine Pfarrer, der legt die eine Stelle der Bibel so rum aus und der andere andersrum aus. Es ist auch ein altes Buch, genauso wie das analoge Gesetz. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Gesetzgeber dieses Gesetz erlassen hat, gab es ja noch kein Internet. Also konnten sie sich gar nicht darauf vorbereiten, auf das, was kommt. Und im Prinzip tun wir jetzt hier die Bibel auslegen. Nein, da ging es um Adenauer Fernsehen. Aber ich wollte den Stefan noch was fragen. Es ist ja jetzt vor kurzem YouTube Live runtergeregelt worden. Also es war bisher so, dass 1000 Abonnenten haben musstest in deinem Kanal. Jetzt gibt es die Regelung, dass es ab 100 Abonnenten gibt. Und YouTube Live, ich habe den Moritz Tolksdorf noch mal extra gefragt, hat er mir gesagt, und es steht auch so auf der Webseite von YouTube, ist das Deutschland das einzige Land, wo YouTube Live nicht empfangbar ist. Ich finde es jetzt ein bisschen komisch, weil ich habe mir heute von der Gamescom eine Übertragung angeschaut auf YouTube Live. Stimmt das nicht mehr, was auf der Webseite steht, oder ist das wirklich so, dass wir die einzigen weltweit sind, die YouTube Live nicht empfangen können? Genau, also zurzeit gibt es YouTube Live in Deutschland nicht. Ich weiß nicht genau, was das für ein Format war von der Gamescom, aber in Deutschland kein YouTube Live an. Das hängt auch unter anderem mit der GEMA zusammen. Ohne dass das jetzt wieder auf die GEMA schieben soll, aber es sind einfach ungeklärte, die wir noch nicht geklärt haben und deswegen auch YouTube Live in Deutschland nicht anbieten können. YouTube Live, vielleicht auch im Unterschied zu einem Hangout, ist eben halt auch dafür gedacht, um Live-Events, Sport, Musik, Veranstaltungen beispielsweise eben streamen zu können. Das können wir in Deutschland leider noch nicht anbieten, aber ich hoffe, dass sich das eines Tages natürlich auch ändern wird. Aber streamen kann man und es wird auch aufgezeichnet. Ich habe ja schon 2 Teststreams gemacht. Ich bin ja Gott sei Dank über 100 Abonnenten und kann das also nutzen. Was mir da wirklich gut gefallen hat, ist, dass man da auch mit 1080p rausgehen kann, also mit Full HD. Also das ist der Unterschied auch zum Hangout. Es ist natürlich ein anderes Format. Also ich kann jetzt im YouTube Live jetzt nicht euch in anderen Orten dazu einladen. Da müsste ich jetzt quasi nebendran einen Hangout laufen lassen, der dann aufgezeichnet wird. Aber es ist eigentlich ein schönes Format eben auch für Firmen, glaube ich, zukünftig, wenn sie irgendwelche Veranstaltungen übertragen wollen. Das kann man natürlich mit dem Hangout und eher auch machen, aber die Aufzeichnung ist dann halt nur mit 480, sprich oder 720p relativ schlecht. Also wenn man eine gute Aufzeichnung haben will, dann ist man damit auf jeden Fall besser angezogen. Ist da dann abzusehen, dass das in Deutschland auch irgendwann kommt? Wie gesagt, ich hatte versucht, mich auch natürlich im Vorfeld auf unseren Hangout heute da noch ein bisschen Informationen zu bekommen. Es ist mir leider nicht gelungen, da jetzt konkretere Informationen zu bekommen oder gar Daten. Aber ich kann so viel vielleicht sagen, natürlich arbeiten wir daran und es ist ein Thema, was auch wir gerne vorantreiben wollen. Wir haben ja kein Interesse daran, das nicht anzubieten, sondern wir möchten es natürlich anbieten. Aber solange eben halt da diese rechtlichen Dinge noch nicht geklärt sind, können wir es noch nicht tun. Vielleicht allgemein mal in die Runde gefragt, wo seht ihr denn die Potenziale zur Weiterentwicklung von Livestreaming? Also vielleicht Stefan zuerst, wo wird das noch hingehen? Was wird vielleicht Google noch nachrüsten in der Übertragungsqualität oder in der Einführung eines Regie-Tools, dass ich mit unterschiedlichen Kameras operieren kann, also in einer einfachen Form? Da ist ja noch Luft nach oben, oder? Absolut, also man sieht ja jetzt schon an der
Also im Laufe dieses einen Jahres haben wir schon eine Reihe von weiteren Funktionalitäten hinzugefügt. Wir haben versucht, die Qualität zu verbessern. Also das ist etwas, was wir natürlich weiter vorantreiben wollen. Die Qualität der Übertragung ist ein Thema sicherlich. Nicht überall gibt es immer Breitbandanschlüsse und ein schnelles Lab. Also wir versuchen das natürlich auch zu ermöglichen. Jetzt geht es hier um das Thema Bewegtbild. Das ist das Thema, was an wirklich sehr, sehr stark wächst. Also wir sehen, dass das wirklich durch die Decke geht. Und wir haben noch eine ganze Menge vor, eben was die Weiterentwicklung von den Hangouts anbelangt. Es kam jetzt vor Tagen auch nochmal dieses ganze Thema auf, was die sogenannten Helpouts anbelangt. Also das wäre ein Format, was dazu dienen soll, dass man ja für Experten die Möglichkeit gibt, Expertenwissen vielleicht sogar gegen Gebühr anderen zu vermitteln, so eine Art visuelles Callcenter vielleicht auch für Unternehmen beispielsweise anzubieten. Also da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben und da sind auch viele Dinge noch denkbar. Daniel, welche Wünsche sind denn bei dir noch offen? Oh, ich darf eine Wunschliste aufmachen. Ja, ja, aber sicher. Okay, Stefan, ich hoffe, du hast einen großen Google-Zettel. Nee, was würde ich mir konkret wünschen? Da fallen einem immer so viele Sachen an, aber wenn man jetzt konkret danach gefragt ist, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist dann doch teilweise manchmal, dass ich mir eine etwas größere Verlässlichkeit der Technik da haben kann, wie man das teilweise von anderen Diensten gewohnt ist. Also das heißt, wenn ich unter den gleichen Umständen, also zum Beispiel, dass ich den gleichen Internetanschluss, die gleichen Gerätschaften habe, an einem Tag super Ergebnisse habe und dann am nächsten Tag ist es dann total verkrisselt, das Bild, das ist dann natürlich ein bisschen schade. Ich kann verstehen, dass gerade wenn das hier wenn man so viele Leute im Live-Bewegtbild aneinander bringt und auch den ganzen Ton, dass der an der richtigen Stelle rauskommt, dass das super, super aufwendig ist. Wir haben mal zum Beispiel mit einer Multi-User Skype-Konferenz rum experimentiert. Das ging überhaupt nicht. Also da haben wir hier im Hangout schon gute Sachen. Aber ich wundere mich schon manchmal, warum einfach die technische Qualität so schwankend ist. Ich glaube, das wäre so der Hauptpunkt, den ich jetzt aus einem Jahr mitnehme. Ja, Stefan. Ihr habt es notiert. Ich habe auch noch einen Wunsch, Stefan. Und zwar, der eine ist, dass man vielleicht mal mobil auch Hangouts starten kann. Wir sind ja auch auf dem Weg, dass die Google Glass demnächst auch verfügbar sein soll. Du hast ja eine, ja genau. Ich habe ja auch eine, leider ist die nicht funktionstüchtig. Und damit ein Hangout zu starten, auch ein Hangout on Air, wäre natürlich eine tolle Geschichte, weil man dadurch ja auch journalistisch dann Sachen übertragen kann. Ich stelle mir dann schon vor, die Bildreporter mit der Google Glass auf der Nase, die dann draußen gerade jetzt irgendwas aufnehmen, was sich da tut. Also da kommen wir da an ganz andere Themen und Dinge dran. Absolut. Also da ist, ich habe nur das Glück, seit ein paar Tagen damit rumspielen zu können. Und die Möglichkeit, die man eben halt hat, indem man einen Hangout startet über Glass und im Unterschied zu dem Hangout, den wir jetzt gerade machen, wo wir uns gegenseitig sehen, ist es ja so, dass man bei Glass dann sieht, was derjenige, der Glass trägt, sieht. Und na klar, eine Kollegin von mir sagte direkt, ja, das ist super, wenn ich dann Schuhe beispielsweise einkaufen möchte, dann kann ich gleich meinen Freundinnen zeigen oder meinem Mann zeigen, hey, guck mal, diese paar Schuhe. Ich denke, besonders auch in journalistischer Hinsicht ist es natürlich hochspannend, wenn du also live aus einem Krisengebiet beispielsweise berichten kannst und zeigen kannst, was der Redakteur in dem Fall dann gerade sieht. Man kann tolle Interviews führen. Also da gibt es noch eine ganze Menge Anwendungsmöglichkeiten. Und eine Geschichte wäre auch noch, ich bin ja Google Apps Nutzer und habe da letztens ein kleines Problem gehabt und habe euren Service in Anspruch genommen. Also Hut ab, die Jungs, die sind echt super drauf. Also ich habe selten so einen guten Service gehabt und das sage ich jetzt nicht, um da irgendwo... Schleimung. Ja, genau. Nein, es war wirklich toll. Der Mann sitzt in Kanada und der hat mir am Telefon wirklich super geholfen. Hat meinen Bildschirm übertragen. Ich würde mir sowas wünschen, also sowas wie Google Apps, auch für Hangouts. Und zwar vielleicht so ein Business-Paket dann, wo man sagt, man kann in einer höheren Auflösung senden. Man bezahlt was dafür und bekommt auch einen Service, wenn man ein Problem hat, wo man dann anrufen kann. Also das wäre für mich auch eine Möglichkeit für Google vielleicht auch Geld zu verdienen und für die Zukunft auch ein sinnvolles Tool für Business-Leute. In der Tat.
lustigerweise die beiden Dinge, die du genannt hast, also die mobile Möglichkeit, Hangouts auch zu starten, steht auf der Wunschliste der Nutzer relativ weit oben und auch die Möglichkeit, eben halt Support zu bekommen, auch denkbar gegen Gebühr, eben sind Dinge, die uns durchaus bewusst sind, dass das auf der Wunschliste der Nutzer relativ weit oben steht und wir bemühen uns, diesen Wünschen auch nachzukommen. Thomas, welche Wünsche hast du denn neben der Schaffung vielleicht einer digitalen Medienordnung? Keineswegs, und ihr habt eigentlich fast alles vorweggenommen. Also ihr wisst ja vielleicht, ich bin ja auch begeistert von Google Glass, seitdem ich das ausprobieren durfte, genauso wie ich als Jurist davon erschreckt bin. Auf jeden Fall, also ich will mobil Hangouts nutzen können. Also das stelle ich mir großartig vor, wenn ich jetzt irgendwo draußen bin, irgendwas Großartiges sehe oder irgendwie in Natur bin, möchte ich das zeigen, möglichst vielen zeigen. Und ich denke, dieses Bedürfnis sieht man, weil man in sozialen Netzwerken alles posten muss. Und so spare ich mir das Posten und kann das direkt übertragen. Und überhaupt, das mit der Ehefrau und den Schuhen. Also ich war gestern wieder mal einkaufen und da hätte ich mir das gewünscht, dass ich dann wirklich Glass mit Hangout gehabt hätte, weil da hätte ich mir die ganzen Bilder und die ganzen Fragen sparen können. Also beim Schuhkauf meiner Frau gehe ich immer ins Café. Dann. Das dauert ja, eben. Die sieht ja nicht, ob man zuguckt, oder? Das man ja auch nicht. Nein, aber das ist ein bisschen rumgesponnen. Also ob das nun Unterricht ist, den man über so ein Hangout beispielsweise machen kann, ob das Kochkurse sind. Ich denke, wir sehen erst die Spitze des Eisberges von dem, was in Zukunft eben halt auch noch möglich ist. Also es gibt sehr kreative Leute da draußen. Ich meine, ihr macht es mit dem Bloggercamp und auch SchlieTV eben halt auch ja schon vor, sehr regelmäßige Sendungen. Ich glaube, da wird man noch eine ganze Menge mehr von sehen, auch in Zukunft. Aber ihr habt nicht daran gedacht, Hangout von der Google Plus Umgebung abzukoppeln? Weil ich denke, das ist die größte Hürde für die meisten, die immer noch mit Google Plus vielleicht ein bisschen hadern, weswegen Hangout sich vielleicht nicht ganz so durchsetzt. Weil ich finde, ich nutze es, wenn ich mit Mandanten spreche, nutze ich lieber ein Hangout, als wenn wir jetzt irgendwie Skype oder sonstige Konkurrenzprodukte öffnen, weil es für mich viel, viel einfacher ist, wenn ich im Netzwerk bin. Das Problem ist, wenn die Mandanten nicht im Netzwerk sind, dann kann ich sie schlecht für Hangouts begeistern. Ja, es ist halt auch eins der Feature, die Google Plus recht populär macht. Dann haben wir jetzt keine direkten Pläne dafür, dass man das auch. Okay, kann ich mir vorstellen. Aber zum Thema Hangout hätte ich vielleicht eine konkrete Frage. Also jetzt heißt ja auch seit neuestens die universale Messaging-Lösung heißt ja auch Hangouts. Und das ist ja natürlich ein bisschen eine Begriffskonfusion, weil teilweise habe ich das dann so, wenn ich jetzt hier einen Hangout starte, andere Leute einlade, dann kommt das nicht direkt über ihre neue Hangout-App rein, sondern über die Notifications. Und dann ist immer die große Frage, wo muss ich denn jetzt gucken, damit ich auch reinkomme? Das ist wahrscheinlich noch Baustelle, oder? Da gebe ich dir recht, da kann man usability-mäßig noch ein bisschen was verbessern. Vor allen Dingen wussten einige dann am Anfang nicht, als das eingeführt wurde, diese Geschichte, wo man denn jetzt dann noch den Hangout on Air starten muss. Ne? Also, obwohl es dann relativ einfach zu finden ist, aber da war schon Verwirrung da. Ja. Bei vielen Änderungen, die man eben macht, dass die Leute am Anfang doch zuerst denken, oh Gott, früher war alles besser, aber dann natürlich auch die Leute dran gewöhnen und das dann auch akzeptieren und sogar gut finden. Genau, man bleibt im Training, das Gehirn bleibt unter Arbeit und insofern altert man nicht so schnell, weil Google einen da ständig auf Trab hält. Nein, was mir auch gut gefällt, das hat Daniel vorhin auch gesagt, ich war vor kurzem auf der IFA Preview in München und habe dann da einen Film drehen sollen über diese Digitalstrom-Geschichte und dann wollten die, dass ich eine Aufzeichnung machen, habe ich gesagt, also ich bekomme ja kein Geld dafür, eine Aufzeichnung will ich nicht machen, ich mache wenn dann Hangout on Air, also live, weil damit habe ich keine Arbeit, also ich gehe da hin mit meinem Equipment, filme das Ding ab, streams ins Netz und habe es hinterher als YouTube-Video dastehen, also es ist auch mit wirklich die einfachste Lösung, irgendwo was zu dokumentieren. Ja, also na klar, das ist also auch, denke ich, was Hangout so populär dann auch machen und auch das Feedback, was wir von den Nutzern bekommen, ist wirklich sehr, sehr, sehr vielversprechend und auch motiviert uns, das natürlich voranzutreiben. Ich will noch so vielleicht ein anderes Beispiel. Die Wahlen stehen an und wir stellen halt auch fest, dass auf Seiten der deutschen Politiker durchaus Interesse daran besteht, ähnlich wie Frau Merkel es gemacht hat, eben halt auch mit den potenziellen Wählern dort in Kontakt zu sein. Also ich glaube, dass wir im Vorfeld der Wahl da vielleicht den einen oder anderen interessanten Hangout erwarten können und dass sich das einfach komplett etabliert, eben halt als ein Format, das man nutzen kann, eben mit seinen Bezugsgruppen zu kommunizieren. Daniel, was steht jetzt eigentlich beim digitalen Quartett auf der Tagesordnung, die nächste Sendung? Ihr macht ja immer montags.
Also wir laden gerade ein zu einer politischen Runde. Also ich glaube, bis zur Bundestagswahl werden wir auf jeden Fall noch ein politisches digitales Quartett an den Start bringen. Was sich gerade abzeichnet, das kann ich schon mal jetzt sagen, dass wir in eine der Staatsvertretungen, also der Bundesländer in Berlin, am Montag nach der Wahl physisch vor Ort sein werden. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, für echtes Publikum mit dabei zu sein. Das ist jetzt noch nicht ganz durch, deswegen kann ich es noch nicht so ganz genau sagen. Also das entscheidet sich diese Woche. Was auf jeden Fall dann da ist, dass wir sozusagen dann wieder ein Hangout vor Publikum haben werden, so wie auf der Republika. Das hatte ja schon großen Spaß gemacht, war optisch sehr verwirrend, aber hinterher ist dann ein sehr schönes Video auch auf YouTube rausgekommen. Also mit echtem Publikum werden wir in nächster Zeit auch wieder mehr machen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil das einfach sehr schön ist, weil darum geht es ja auch und ich glaube, das ist ja auch gerade für mich als Journalist wichtig. Es geht um Kontakte mit Menschen und um sich gegenseitig auszutauschen und auch Leute zu verbinden. Und das funktioniert halt mit dem Werkzeug sehr schön. Gibt es dann wieder Twitter-Zwischenrufe dann auf Pappe, oder? Bestimmt. Ja, wir wollen ja noch Werbung machen für unser Streamcamp im November, am 16. und 17. November. Da werden wir uns nur mit dem Thema Streaming-Technologien beschäftigen. Das machen wir am Startplatz, an dem Inkubator in Köln. Und dazu seid ihr natürlich auch alle herzlich eingeladen, ja, die Teilnehmer hier und natürlich alle draußen. Das Interesse ist, die Resonanz ist schon recht gut, ne, Hannes? Ja, wir haben schon viele Anfragen, ja. Genau, und da werden wir sicherlich auch noch weitere Experimente bekommen, beispielsweise beim WDR zum Thema Literatur und Streaming und es wird über viele andere Dinge gehen, was man an neuen Formaten entwickeln kann. Also ich freue mich schon drauf und ansonsten hast du ja, Hannes, noch um 19.30 Uhr eine Sendung. Ja, wir haben um 19.30 Uhr haben wir den Jeff Jarvis eingeladen. Der ist aber blöderweise heute im Zug irgendwie gestürzt und hat sich verletzt und hat jetzt Schmerzen, hat zwar Tabletten genommen, es geht ihm wieder besser. Aber er hat sich jetzt doch ausbedungen, dass er nicht in die Sendung kommen muss. Ich mache die dann nachher mit Christoph Pause alleine, weil du musst ja zum Volleyballtraining. Wir werden mit Jeff Jarvis einen neuen Termin vereinbaren. Ich hoffe, dass es dann wirklich endlich klappt mit ihm, weil er ist wirklich schwer zu bekommen. Hat mir ja an Mailing-Tagen zugesagt, dass er bei uns mal ins Bloggercamp kommt. Aber wie gesagt, wenn er heute hingefallen ist, ist das sehr schlecht. Und wir wünschen ihm auf diesem Weg alles Gute, gute Besserung und keine Schmerzen mehr. Genau. Und nächste Woche schon am Mittwoch, da haben wir das IFO-Institut zu Gast. Da geht es, Daniel, das würde auch dich interessieren, um den Breitbandausbau. Und da behauptet ja das IFO-Institut im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, wir haben so ein lahmes Internet, weil keine Nachfrage da ist. Ne? Also das Henne-und-Ei-Problem, wenn wir in der nächsten Woche diskutieren. Ja, dann bedanken wir uns bei den Experten für die Jubiläumssendung und ja, man hört und sieht sich. Danke sehr. Danke für die Einladung. Weiter so, vielen Dank.